Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ember. Wir sind hier stehen geblieben an diesem, ja, was auch immer für ein Ort. Sieh mal. Hier unten müssen Hunderte von Menschen gearbeitet. Auch gestorben sein, wie es aussieht. All diese Gerüste. So weit entfernt von Kilotasi wurde geschürft. Interessant. Sieh, wie sie den Berg zugerichtet haben. Glaubst du, die Mine ist während der Aufstände eingestürzt? Das glaube ich weniger. Ich glaube, dass hier wurde abgebaut und ich meine, er war ja noch nicht hier, oder? Hier weiter. Sieht eben so aus. Können wir irgendwie nach oben? Aha, hier gibt es ja was. Standpyramide. Wo haben wir sie denn? Oh. Schon die nächste Seite. Es gibt nicht mehr allzu viele. Jemand hat seine Freizeit genutzt, um eine kleine Pyramide zu meißeln. Sie ähnelt der im Tempel. Also ich denke, ich habe einige Dinge übersehen. Naja, kann ja passieren. Ist auch egal. Ist nun mal so. Man sieht nicht immer alles. Ich meine auch mit den Pilzen, ja. Ich meine, wir haben erst 7 von 28. Soll es ein Scherz sein? Hier, 18, okay. 8. 2 von 11. Okay. Dabei sind wir, also ganz durch kann ich nicht sagen, aber relativ weit im Spiel. Gut, manche, ja, welche haben wir vor allem übersehen? Die hier, ja. Denen waren sicher 3 oder 4 sogar. Nee, vielleicht sogar 5. Wie bei dieser Rutsche, wo wir da waren. Gut, das ist wohl auch gedacht, dass man es halt mehrmals durchspielt. Weil du kannst ja wieder die Kapitel wählen hier. Oder Kapitel. Entscheidung. Ja, das wurde uns gar nie eingeblendet, oder? Meine ganz am Anfang. Ah, hier steht auch Reliquien. Pilze. Oh, wir haben einiges ja übersehen. Hä? Hier hatten wir gar keine Pilze? Oder es wird jedenfalls nicht angezeigt. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Okay. Naja. Ich werde das jedenfalls gerne nochmal anschauen und dann zu sagen. Hey, Gold! Massiver Hammer. Wahrscheinlich wurde damit irgendwas abgebaut, ja? Ein sehr großer, stabiler Hammer. Ja, die haben wahrscheinlich damit die Felsen hier zertrümmert oder abgebaut. Aber das Gold, dass das Gold hier liegen gelassen worden ist. Okay. Okay, hier gibt es noch eine Abzweigung, die wir anscheinend nicht nutzen können. Eine Pfütze.
Da hinten leuchtet irgendwas. Währenddem wir hier wahrscheinlich auch noch was finden. Ah, dieses Licht hier muss noch draußen gehen, aber er sagt es nicht mal. Ja, das ist genau das, was mal einer gemeint hat. Man macht was, aber es wird nur geschrieben. Gut, wenigstens steht das ja als Text auch da, ja. Das finde ich ja schon mal gut. Da hinten ist noch ein Pilz, wollte ich sagen, aber das ist ein Sammelgegenstand. Kreuzhaken. Hacke. Kreuzhaken. Eine Spitzhacke, ziemlich abgenutzt. Entweder hatte sie einen harten Job oder sie war nie sehr widerstandsfähig. Aha, da oben war die. Keine Angst. Ich tue euch nichts. Ach, übrigens, diese legendären Tieren, die leuchten immer, ja. Nur so als Hinweis, ja. Ah, dieses Laden immer hier. Ah ja, man kann sich daran gewöhnen. Aber es ist schon komisch, wenn es einfach nur stehen bleibt. Was für eine Riesenhöhle, echt? Also gigantisch. Die Entwickler haben hier schon einiges hineingesteckt. Da waren die 5 Euro, die ich sonst noch dazu gespendet habe, wahrscheinlich auch gut investiert. Oh nein, jetzt habe ich es gesagt. Also ich will ja da eben damit nicht angeben. Aber ich habe einfach gedacht damals. Ich habe das Spiel also vorausbestellt. Ich weiß gar nicht, wie teuer das war mir. So teuer war es auch gar nicht. Ich glaube, wenn man es jetzt auf Steam kauft, zahlt man sogar mehr. Oh, ein Wasserfall. Gibt es hier noch irgendwas? Ich könnte mir schon vorstellen, wenn jemand einen Speedrun dafür machen würde, der wäre wahrscheinlich in 2,5 Stunden oder so durch. Müsste es nur ungefähr wissen. Oh! Müsste es nur wissen, in welcher Zeit du es machen müsstest. Kann ich da nach hinten fliegen? Ah, das ist doch fies. Hä? Okay. Also gut, der legendäre Vogel, beziehungsweise den Vogel, wo ich dann spielen darf, ist das mal noch nicht. Weil meiner hat da so ein, wie sagt man? Es gibt doch so Tiere, die haben so einen speziellen Ding oben.
Oh, ich werde wieder zum Wolf. Oh. Och, ich kann nichts anderes machen. Ich kann ja auch nur auf Übernehmen drücken. Was ist, wenn ich zurückfliegen will? Ich will zurückfliegen. Das geht nicht. Aber ich glaube, das ist sogar das, der Teil hier, wo man von der Demo her kennt. Aber den Vogel eben, den speziellen, der hatte so ein... Eine Mähne oder so. Nee, wie sagt man, da oben Federn, also beim Kopf so Federn, die vorstechen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich den beim ersten Mal durchspielen auch spielen darf. Tut mir leid, lieber Entwickler, aber das sah früher mal epischer aus. Also vom Gefühl her. Gut, das ist halt, weil man es schon kennt, aber es ist, naja, es ist eigentlich immer noch episch. Ich habe es auch ein bisschen abgeändert, so wie ich das sehe. Ich denke, wir dürfen nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch. Gibt's da was? Übrigens war das der Schluss damals bei der Demo. Man hat eigentlich die nur übernommen und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es aussieht oder aussah. Ah ja, wir können ja noch über was anderes reden. Und zwar ist mir aufgefallen, ich kenne ja Domtendo, bei dem er hat ja relativ viele Nintendo 64 Spiele mal Let's Played. Gut, tut er glaube ich immer noch zwischendurch. Wo leider nicht mehr verfügbar sind. Also die Let's Plays, die sind alle weg. Und das finde ich halt schon echt schade. Ich meine, Snowball Kids 1 und 2 und auch das, was ich jetzt im 1. Dezember gebracht habe, 2019, das war von der GameCube. Dieses 007. Ich will nur mal schauen, ob die anders aussehen. Nee, nee. Tun sie nicht. Also ja, klar von den Federn, aber... Okay, da hinten ist nichts. Ich will halt alles erkunden, darum dauert es bei mir wahrscheinlich dann auch eben das Doppelte. Wobei, wahrscheinlich sogar mehr als das Top. Oh, wir kommen in die Wüste. Kapitel 5. Weila. Wie viele Kapitel es gibt? Gibt es 10 Kapitel? Das könnte ich mir eigentlich vorstellen. Oh, da... Oh, Mann. Oh. Seht ihr das schon? Oder? Oder ist das nur Gras? Ach, ich dachte, das seien jetzt die Büffel, ja. Aber da hinten sind die Büffel. Ich dachte zuerst, das wären die Büffel hier. Okay,
Okay, das sind immer noch die gleichen. Mich nimmt's echt Wunder, wo ich zu diesem Tier werden kann. Also hier gibt's eine Oase. Aber wie riesig ist das bitte schön? Und zum Büffel. Jawohl. Nein, bin ich nicht. Er hat leider den Vogel noch anvisiert. Ha, ich bin schneller als die Büffel. Oh. So, jetzt bin ich einer. Was? Rammen. Hä? Soll ich denn hier was rammen? Ich habe nachgedacht. Deine Revolution. Du hattest kaum eine Wahl. Dein Herrscher hat es nicht gekümmert, dass deine Leute starben. Aber musste es wieder. Diese, ich glaube, das sind die Tamajuruku. Sie waren vor uns hier. Die Menschen erzählten sich Legenden über ihre Errungenschaften. Unfassbar, dass ich ihr Vermächtnis bewundern darf. In die Wüste haben wir uns nie getraut, als wir noch hier lebten. Tut mir leid, dass das jetzt hier überschnitten worden ist von dem Ganzen. Aber das war halt auch blöd, dass ich nicht wusste, wenn ich hier nach hinten gehe, dass der dann weiterquasselt hier. Aber ja. Das hat blöd gelaufen. Hat der Ding Angst vor mir? Er rennt jedenfalls weg. Ich finde deinen Staub und so, der ist aufwirft, auch nicht schlecht. Okay, hier gibt's was zu finden. Büffelkette. Na, wie die Musik einfach gerade weg ist. Achso, ich dachte jetzt schon, das sieht aus wie ein Pinsel. Wenn man da schnell hinschaut, sah das aus wie ein Pinsel. Ah da, Büffelkette. Massive Kette. Sieht stabil genug aus, um einen Büffel zu halten. Naja. Schade. Die hier überall Ketten gemacht haben. Dieser merkwürdige Berg. Da müssen wir hin. Ich dachte, du redest von diesem Ding hier, wo wir gerade hingekommen sind. Aber welcher merkwürdige Berg? Ich sehe da keinen Berg. Außer da hinten, wo wir vorhin waren. Naja, die Zeit ist eigentlich um, aber hier diese verlassenen Gebiete und so. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Spiel wirklich dauern wird. Da ich eben, wie gesagt, hier alles immer anschaue, glaube ich, dass ich halt länger brauche. Ich würde jetzt lieber zu einem Vogel werden, weil die sind irgendwie schneller als diese Büffel. Ich denke, die Vögel sind einfach da, um nochmal zurückzukehren. Wahrscheinlich nicht, nein. Oder was sonst. Leider kann ich da nicht nach oben. Okay, dann werden wir halt so ein Büffel. Aber liebe Leute. Okay, die sind etwas leise. Im nächsten Part geht's weiter von Lost Ember. Also macht's gut, liebe Leute, und tschüss.